da sind Sie ja. Ich habe schon auf Sie gewartet. Ja, ich würde sagen, für einen Talenttag steht alles, oder? Ja, ist ja wunderbar. Es geht nur gerade nicht um den Talenttag. Ich wollte nämlich gerne mit Ihnen reden. Auch mit Ihnen. Würden Sie vielleicht Ihre Brille mal abnehmen? Herr Nolting, würden Sie bitte Ihre Sonnenbrille abnehmen? Vielen Dank auch. Frau Zieske ist zu mir gekommen und hat sich über Sie beschwert. Ja, ich konnte es auch nicht glauben. Sie hat mir erzählt, Sie haben Sie bedroht. Und was, hab, Frau Steinmeier? Ich rede jetzt und Sie hören zu. Danke. Sie hat mir erzählt, Sie hätten gesagt, Sie würden ihr die Hölle heiß machen, wenn sie nicht bald wieder von alleine verschwindet. Ich finde das unfassbar, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Das ist ein so unkollegiales Verhalten. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, ein Disziplinarverfahren anzustreben. Das ist mein voller Ernst. Frau Steinmeier, das ist aber eine absolute Lüge. Wir haben Frau Zieske lediglich gesagt, dass es sinnvoller ist, sich für die Schüler einzusetzen, anstatt gegen sie. Das war alles. Richtig. So. Ja. Daniela, du stellst das jetzt klar, sofort. Schauen Sie sich das mal an. Frau von Wiesenau, ich glaube, es reicht. Warum sollte Frau Zieske das tun? Da gibt es überhaupt keinen Grund für. Und ich kenne Sie jetzt schon ganz gut. Ich weiß, dass Sie sehr gute Lehrer sind und ich schätze Sie. Aber ich weiß auch genauso gut, wie gerne Sie übers Ziel hinausschießen. Ja? Und ich erwarte von Ihnen Kollegialität. Haben wir uns da verstanden? Und ich erwarte jetzt, dass Sie sich bei Frau Zieske entschuldigen. Also bitte. Sorry. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, sorry. So, dieses eine Mal werde ich das noch durchgehen lassen. Einmal. Haben wir uns verstanden? Gut. Wir haben in der Aula zu tun. Also bitte. Sag mal, was ist denn mit dir nicht richtig, hä? Du warst doch dabei, du hast mitgekriegt, dass sie lügt. Warum machst du denn nicht den Mund auf? Mann, das Ding ist, ich kenne sie einfach schon mega lange, okay? Und sie ist einfach übelst nachtragend und extrem unberechenbar. Und ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Sorry. Boah, mir kommen Tränen. Du stellst das gefälligst klar. Bist du noch ganz frisch, wenn wir hier alle wegen dir ein Disziplinarverfahren am Hals haben? Dann springe ich dir in den Hals, das glaub mir mal. Also die Schule. Und ich werde hier gar nichts klarstellen, ja? Wenn eins sicher ist, dann, dass einige von uns nicht mehr lange hier sein werden. Und ich gehöre bestimmt nicht dazu. Genau, du bist das. Die Alte hat sie doch nicht mehr alle. Was geht denn bei der ab? Das lasse ich mir ganz sicherlich nicht gefallen. Die ist hier die Neue an der Schule und wird uns ganz sicherlich auch nicht ans Bein pissen. Dafür werde ich schon sorgen. Wir haben gleich den Auftritt und ich bin so aufgeregt. Oh ja, ich habe auch echt mega Bammel, ey. Chillt mal. Zur Not rocke ich den Scheiß einfach alleine und ihr tanzt im Background. Geht auch, oder? Nein, Spaß. Wir sind eine Girlband. Wir schaffen das schon, okay? Vielen, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Heute ist der große Tag endlich da. Wir haben Talenttag. Und ich freue mich, euch alle hier begrüßen zu können. Begrüßen möchte ich auch unsere Kollegen und wir haben auch einen Kollegen Fremden in der Jury sitzen. Das ist natürlich sehr schön, da haben wir eine breit gefächerte Meinung, das ist natürlich immer gut. Ihr könnt euch denken, ich bin sehr aufgeregt und freue mich auch schon sehr und will auch gar nicht mehr lange reden. Wir starten direkt mit dem ersten Act, das ist unsere Girls Group hier, das ist Marokka. Herzlich willkommen. Last night you were in my room, and the bed smells like you.
something brand new. I'm in love with the shape of you. Können wir bitte für immer so bleiben? Ganz toll. Vielen Dank. Ja, also ich kann ja nur sagen, ich finde, das war schon ein ganz, ganz toller Einstieg. Wir machen auch sofort weiter. Es geht weiter mit der Boyband Tralala. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Jetzt haben wir alle genug gelacht, ja, wir machen jetzt mal eben eine kleine Pause, dann kommen wir alle wieder ein bisschen runter und dann geht's mit echten Talenten weiter, ja? Danke. Hey, Tobi, Marvin, Lukas haben mich und die Schule wirklich bis auf die Knochen blamiert. Ich darf überhaupt nicht darüber nachdenken, was morgen in der Presse steht. So, wir können alle wieder Platz nehmen. Die kleine Pause ist zu Ende, es geht weiter im Programm. Wir lassen uns jetzt gar nicht beirren. Wir haben noch ganz, ganz viele tolle Sachen hier zu zeigen. Wir machen sofort weiter mit dem nächsten Act und das ist der Puppenspieler Diddy Doll. Yeah. Ja, wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Diddy Motherfucking Doll in the house. Aber um mich geht's hier heute gar nicht, sondern um meinen kleinen Freund Mini-Leuting. Was geht? Einmal bitte Applaus für Mini-Leuting. Okay, alles klar. So, Mini-Leuting, stell dich doch mal vor. Hey Leute, was geht ab? Hier ist Mini-Leuting in the house. Yo, ich habe heute was vorbereitet für euch, was ganz Wichtiges für mich persönlich. Ich möchte mit euch etwas teilen, mein Lieblingslied, und ich werde für euch tanzen. 20 Zentimeter, das kennt ihr doch bestimmt alle, ne? Naja, vielleicht liegt es ja daran, dass ich, naja, vielleicht... Klein Penis habe, genau so sieht's aus. Bin ich schon auf dem Spiel? Das ist überhaupt nicht lustig. Soll ich euch mal was sagen? Der Talenttag ist eigentlich für euch gemacht, damit ihr die Chance habt zu zeigen, was ihr drauf habt. Und ihr baut nur Scheiße. Ihr macht nur ihr Verarsche. Das ist total furchtbar. Und soll ich noch was sagen? Das ist der letzte Talenttag, den ich hier mache. Nee, nicht, oh. Das war das letzte Mal und ihr könnt alle nach Hause gehen. Mir reicht's. Uns auch. Das ist nicht lustig. Also, dass da nicht rechtzeitig eingeschritten worden ist von der Direktorin, die ja gleichzeitig Leonards Mutter ist, ist eine Unverschämtheit, ja? Also eigentlich müsste ich das dem Kultusministerium melden. Immerhin bin ich noch ein Lehrkörper hier. Frau Steinmeier? Ach, Leute, bitte nicht jetzt. Ja, was ist denn jetzt mit den 300 Euro? Also, fallen die jetzt einfach oder was passiert damit? Frau Steinmeier, wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Ja. Ja, ihr seid die Einzigen, die sich Mühe gegeben haben. Ja, okay, ihr habt gewonnen. Ich hab's doch gesagt, wir sind einfach die absoluten Megastars. Aber ist das nicht unfair? Sollen wir das nicht teilen? Nein. Wir gehen jetzt erstmal richtig fett shoppen. Juhu! Frau Steinmeier, ich müsste noch mal eben ganz kurz mit Ihnen reden. Oh, nee, aber bitte nicht mehr heute. Morgen gerne. Jetzt nicht mehr. Aber die Sache mit Cheyenne, die ist gar nicht so harmlos. Die prostituiert sich. Das sind aber ganz schön harte Vorwürfe. Wie kommen Sie darauf?
Ich habe ihren Account gecheckt. Da posten quasi nur irgendwelche ekligen alten Männer, dass sie sich mit ihr treffen wollen. Es muss jetzt ein Exempel statuiert werden. Die muss fliegen. Ich werde mit Sicherheit in Ruhe darüber nachdenken. Aber entscheiden werde ich das heute sicher nicht mehr. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Oh, jetzt habe ich meinen Schlüssel im Büro. Mist! Jungs, das glaubt ihr nicht. Gossip. Cheyenne ist eine Prostituierte.